Hallo und willkommen zu einem kleinen Spezialvideo, in dem ich meine Testwelt vorstelle. Ich habe Grafikeinstellungen sehr niedrig gestellt, zum Beispiel auch alle Animationen aus mit Optifine, wie man hier sieht, damit das einfach, weil manchen Gebieten dieser Welt darf man nicht zu lange hingucken, sonst gehen die Frames in den Keller. Gerade eben habe ich 10 Frames pro Sekunde. Wenn ich woanders hingucke, ne, bleibt gleich, aber manchmal ist echt schlimm, wenn ich in eine Richtung gucke, habe ich locker 30, in eine andere Richtung 5. Naja, egal. Erstmal habe ich hier den Anfang meines Texture Packs drin, den ich selber mache. Das hier ist Bedrock, das hier ist Stein. Sandstein habe ich noch nicht gemacht. Dann, ich gehe vor allem nach Alphabet vor und bin im Moment bei G. Das zeige ich später auch noch. So, erstmal. Das hier ist eine Flachlandwelt mit dem Preset-Code Redstone Ready, weil ich ursprünglich einen Redstone-Schaltkreis meiner allerersten Minecraft-Welt ausprobiert habe. Das heißt, das ist meine zweite richtige Welt, die ich auch nutze. Die erste Welt nutze ich eigentlich nicht mehr wirklich, aber sie existiert noch. Und ja, diese Welt sieht ziemlich kaputt aus. Ich habe die Welt tatsächlich mehrere Male schon fast zerstört. Einmal habe ich die Spawn-Chunks gefüllt mit Kommandoblöcken, in denen Kill at P steht und darauf überall Druckplatten gestellt, bis mir aufgefallen ist, dass das die Spawn-Chunks sind. Ein anderes Mal habe ich eine gigantische TNT-Explosion gezündet. Ich habe einen ganzen Chunk, oder vielleicht sogar mehr, weiß ich nicht genau, mit TNT gefüllt. Das seht ihr hier, das Bedrock fehlt hier. Und entsprechend die Explosion hier, bis hier außen überall. Bis dahin. Überall hin. Die Framerate ist wirklich grausig, aber es geht nicht besser. Dann Fill-Befehle habe ich ausprobiert. Zum Beispiel habe ich an manchen Stellen Stein durch Barrier ersetzt. Hier zum Beispiel. Hier sind Barrier-Blöcke eigentlich überall. Dann jedenfalls, hier ist überall Eis. Das dürfte vielleicht so manchmal aufgefallen sein. So, das ist geradeaus, weil ich habe eine Regel, damit die nicht die ganze Welt kaputt geht. Sehr erfolgreich, ich weiß, aber damit man die Welt wenigstens noch bespielen kann, stoppe ich alle Clocks. Ups. Das ist normalerweise aus. So. Und jetzt läuft eine Clock. Die macht Folgendes. Wenn ich einen Schneeball werfe, ist leider die Bugs mit meinem Aufnahmeprogramm. Ja, also wenn ich Schneeball werfe, erscheinen überall Blätter. Das waren mal Eis und ich habe auch noch ein paar andere Sachen geändert. So. Ja, es funktioniert nicht so ganz wegen meinem Aufnahmeprogramm. Das ist alles. Wenn Kommandoblocks Blöcke setzen. Oder diese Random Tick Blöcke setzt. Dann kommt mein Aufnahmeprogramm irgendwie nicht damit klar. Mein Camera Studio Mod. Manchmal funktioniert der Game Random Tick auch gar nicht. Aber naja. Ich will jetzt nicht über mein Aufnahmeprogramm jammern, sondern. Ja, hier habe ich eine Stelle markiert. Was war das noch? Oh, es ist weg. Okay, es ist weg. Ich würde sagen, ich erzähle erstmal ein Weilchen, während ich nur so rumfliege. Ich habe in dieser Welt mal mehrere Ender Drachen gleichzeitig in der Oberwelt gehabt. Ich hatte, ja, wie ich schon sagte, riesige TNT-Explosionen. Das war das Feuer mit meinen Texture Packs, bewegt sich nur nicht, weil ich das deaktiviert habe. Ich habe gerade 7 FPS, das ist ziemlich schlimm. In dieser Gegend ist das so. Es gibt noch bessere Gegenden, wo die Framerate halbwegs geht. Was hatte ich noch? Ja, Fill- und Execute-Befehle sind generell ganz schlimm bei mir. Dann einmal habe ich tatsächlich etwas nicht in dieser Welt ausprobiert, weil ich wusste, dass die Welt zerstören würde. Das war nämlich ein Befehl, der sich selbst klont und dementsprechend halt immer weitergeht. In der Endlichkeit und nicht zu stoppen ist. Oder so gut wie nicht. Und dann, wenn die geladene Chunks verlässt, dann gar nicht mehr. Dann ist jedes Mal, wenn man einen Chunk lädt, geht's weiter. Egal, das wollte ich ja gar nicht erzählen. Hier hat jemand Setzlinge drauf. Das kann man als Preset für eine Flatmap verwenden. Meinetwegen unten drunter noch Bedrock, ist egal, aber
Dann halt Netherrack, Feuer, Erde und Zapplings. Hier, wie heißt das? Setzlinge für Bäume. Das ist eine Lag-Maschine und sehr tödlich. Denn es wächst ein Baum, dann... Mach ich mal ein bisschen leiser, so. Es wächst ein Baum, dann brennt der ab, weil das Feuer durch die Erde den Baum zündet. Dann sind irgendwann genug Blöcke davon weg, aber die Setzlinge können nicht brennen. Das heißt, danach sind genug Blöcke weg, dass der Setzling, dass der nächste Setzling hinterherkommt und auch wächst und auch wieder brennt und wieder wächst einer und wieder brennt. Das, ich glaube, das Ganze wiederholt sich 15 Mal oder 30 Mal, 50 Mal, keine Ahnung, bis das endlich mal vorbei ist. Das heißt, man muss schon sehr lange an einem Ort verbringen, damit das dann irgendwann aufhört. Ja, sowas hier gibt's auch das mal. Glaskästen mit Wasser drin. Hier war, ja, das ist auch ein Wetter- und Schneidekreis gewesen, aber der ist kaputt und ich habe auch sehr viel Unsinn gemacht hier. Da bin ich einfach durch die Gegend geflogen, als mir langweilig war und hab Lava gesetzt. Das war ein Putsch. Das funktioniert. Das ist sogar noch heile. Wahnsinn. Das ist ein Design, den ich jetzt nicht mehr ausgedacht habe, das Bugs ausnutzt. Wenn man ein Endportal baut, dann werden alle Blöcke, also entfüllt, dann werden alle Blöcke innen drin durch dieses Endportal-Block da ersetzt. Und auch Wasser, das da reingeflossen ist, das darüber bekommt eigentlich kein Block-Update. Theoretisch müsste es ja nach außen fließen, würde es auch, wenn es ein Block-Update kriegen würde. Aber wenn man das Portal macht, kriegt es halt kein Block-Update, deswegen fließt es nicht weiter. Das heißt, in dem Fall sieht es jetzt so aus, als würde es da ins End fließen. Das End zeige ich auch noch, aber am Ende. Das am Ende des Videos. Das hier, das dürfte auch sehr viel Lag verursachen gleich. Es ist einfach nur... Oh, so schlimm ist gar nicht. Von 8 auf FPS oder ne, bleibt auch an 8. Ja, eine Blitzmaschine. Ich weiß gar nicht mehr, wozu ich die gebaut habe. Wahrscheinlich einfach nur, weil es witzig ist. So. Das hier war ein Ding, das ziemlich fies ist, weil es einen in den Nether schubst. Ja, Druckplatte. Aktiviert Pisten. Schubst einen ins Portal. Auf der anderen Seite auch. Man kann rauskommen, aber nur durch Baxen. Das hier war so ein Ding, womit ich Villager gequält habe oder so. Ja, das war eine kompaktere Variante davon. Druckplatte. Wieder in den Pisten. Und dann macht das kaputt. Au. Eine interessante Entdeckung, die ich damit gemacht habe, war, wenn ich in einen anderen Modus wechsle hier. Dann bin ich wieder im anderen Modus. Ich habe nicht zurückgewechselt. Hier ist ein Kommandoblock, da kann ich Midas mitspielen. Das war so ein Nebeneffekt. Und hepp. Gold. Hepp, Gold. Das war eine unnötig lange Verzögerung. Hier ist Lava. Aber ich wechsle auch in dieser Version zwischen den, in dieser Welt auch zwischen den Welten. Also 1.7.10 mit bestimmten Mods oder auch einfach nur 1.8 mit Optifine. Deswegen geht einiges kaputt. Das hier ist einfach nur so kaputt gegangen. Das hier ist noch ein bisschen heiler, diese Variante. Aber hier war mal Redstone dran, ist es nicht mehr, dank Versionssprung, weil da auch, ich habe da auch Barrierblöcke über hingesetzt. Ich habe einfach mal irgendwann lauter Stein und Sandstein durch Barrierblöcke ersetzt. Warum auch immer. Aber weil es lustig aussah. So, das war ein Gegenstandsaufzug. Ich versuche mal ein bisschen mehr Deutsch zu sprechen. ja, hier ist wieder so eine Gegend, wo man nicht bleiben darf. Das laggt viel zu sehr. So, ich würde sagen, dann, damit es nicht allzu lang wird, beende ich das hiermit schon mal mit dem mittleren Teil der Welt. Also es geht in alle Richtungen elendig lang weiter. Hier war eine Explosion im Glas. Kann man ganz nett sehen. Irgendwo ist auch ein Ding. Ich flieg mal so lang umher. Hier ist die Rennstrecke übrigens noch. Vollständig. Das hier war mal ein Beacon, der mit Lava zugeschüttet war. Ich hab den Beacon per Befehl gesetzt. Und zwar so gemacht, dass der Feuerresistenz als Effekt hat. Die Richtung wollte ich. Und hab dann noch rotes Glas draufgepackt, sodass der Strahl auch noch rot war. Und dann habe ich als Lava rumgeschüttet. Das ist ein Ding, von dem ich selber nicht weiß, was es ist. Lauter Stein, drei Pistons und Gold. Glück. Keine Ahnung.
Und ihr seht auch hier, dass hier sind Kommandoblöcke. Die stehen überall rum hier. Was tut dieser hier zum Beispiel? Dein Z0. Schön. Ich glaube, da war meine Clock dran. Dann Ender Dragon. Soll ich mal eben? Ja, ich mach das mal eben. Obwohl, nein, es kommt nachher noch ein Enderdrache. Und zwar nicht im End, da habe ich ihn schon besiegt und sowas. Das hier war mal eine Hühnerfarm. Ja. Da ist ein Barrier Block, offenbar. Ja. Erstaunlich, dass der noch da ist. Normalerweise muss er immer. Ah, hier. Meine unnötig komplizierten Schleimfarmen. Mach die Tür mal zu. Unnötig komplizierte Schleimfarmen Nummer 1. Barriers sind komisch. Ohne die komplizierte Schleimfarm Nummer 2. Die Chunks laden gerade nicht. Da ist die unnötig komplizierte Schleimfarm Nummer 3. Ich gehe mal lieber so. Ah, schon nett ist wieder. Oh, Nether Brick. Das verwende ich selten. Irgendwo war noch eine weitere unnötig komplizierte Schleimfarm. Naja, egal. Positiv. Ich gehe erstmal in. Ja, was ist. Mal gucken, ob in minus 1000. Z-Koordinate was ist. Nein, nichts. Okay. Mal gucken, ob in minus 1000 in X-Rechnung. Also nein, ich bin unkreativ. Okay. Mal gucken, 1000 in X-Richtung. Da habe ich ein bisschen was rumexperimentiert. Ich meine mich zu erinnern, hier mal zigtausende zu haben. Da war mein Design, das ich ausprobiert habe. Es ist weg. Das ist ein Endportal gewesen. Hier sind Endportale zurück, die aber auch in End gehen. Ganz viel Stein. Komplett zugebaut. Okay, hier ist irgendwie ein Kommandoblock drin, der einem eine Diamant-Tau gibt oder so ähnlich. Ja. Mal gucken, ist hier irgendwas drin? Nein, nichts. Sandzeug. Ach ja, da war so ein schwebendes Gebäude aus Sand, in dem nämlich Knöpfe drunter klebten. Das kann man machen mit. Sand. Button. Weins war das. So, folgendermaßen geht das. Aber nur in der 1.8, da man nämlich da die Weins mit dem Knopf ersetzen kann. So, und darauf kann man dann bauen. Auch Block-Updates machen dem nichts und so. Weil ja der Sand den Knopf stützt und der Knopf den Sand. Wenn man eins von beiden zerstört, ist es weg. Hier ein Redstone-Schaltkreis, den ich in jeder Survival-Welt irgendwann mal baue, die ich länger bespiele. Ja. Achso, und mein. Ah ja, habe ich schon erwähnt, mein Texture Pack ist drin. Also teilweise, hier sieht man natürlich, Sandstein ist noch. Faceful Texture Pack. So, jetzt geht's mal zügig weiter zu den 1000 in der Z-Richtung. Und ja, achso, ich brauche ein Pferd. Okay, ich spule das mal wahrscheinlich erstmal vor. Meine Lieblingsseite im Minecraft-Wiki ist Chunk-Format. Das sagt einfach mal alles, was man mit NBT-Daten also angeben kann. So, hier ist eine Kuchentreppe. Ja, Kuchentreppe. Ein Pferd kann ein Block hohe Abstände, so wie diesen hier, ohne Zeitverlust überall quer hochgehen. Danach geht es hier so ein kleines Stückchen zur Seite, danach wieder ohne Zeitverlust einen hoch, hier ein kleines Stückchen zur Seite und so weiter. Das heißt, im Prinzip ist es für das Pferd nur einmal so gehen. Praktisch allerdings geht es so hoch. Falls das irgendwie verständlich ist, ich zeig's einfach mal.
Ich werde das Video halbwegs kurz halten. Unter einer halben Stunde am besten. Ja. Chunks laden nicht. Oder was? Die Höhe ist jedenfalls. Oh, jetzt. Ja, yeah, das war die maximale Bauhöhe. Tschüss, Pferd. Das war ein Sprung. Und das war ein ziemlicher Sprung. Oh. Ja, hier habe ich ein bisschen mit Wasser experimentiert und irgendwie was mit Glowstone oder. Hier sollten theoretisch Köpfe von irgendwelchen YouTubern und bla sein. Da habe ich so ein Schleimblock-Fahrzeug ausprobiert mit TNT dran, das nach der ersten in der zweiten Wand explodiert. Hier wollte ich für meinen Sky Chest Hühnerfarben, Redstone-Zeug machen, dass möglichst wenig Redstone braucht. 10, 9, 6, 8, 5 und 4 brennt aber aus. 8 ist aber dafür sonderlich schnell. Ups. 6. Das hier ist was anderes. Oh, aber. Au. Oh. Okay, das ist kaputt. So viel in die Seite. Das hier braucht nur 2 Redstone, dauert aber für über 5 Minuten. Ups. Ja, probier ich jetzt nicht aus. Kann man sich vorstellen. Da hat aber nur Redstone-Fackel, das immer dann was rausschmeißt, wenn Hühner ausbrechen. Nein, das wollte ich nicht sagen. Egal, das hier dauert halt. Braucht gar kein Redstone, dauert aber 20 Minuten. So. Ich wollte das Video ja kürzer halten. Das da. Das ganze Kommandoblockzeug von hier, das ist übrigens Glowstone. Wegen Gelb, das leuchtende und Stone, Stein-Textur, ja. Und generell ist es halt Gelb und Grau. Auch in echt. Auch im Standard-Texturen-Paket. Erstmal macht dieser Kommandoblock hier Effekt Clear, der macht Inventar Clear. Mit dem hier kann ich den sperren, den wieder, sodass das, der ganze Rest nicht aktiviert wird. Und zwar ist das hier Replace Item. Ja, da, Replace Item. Entity AP, also mich. Slot Kopf. Diamanthelm. Unbreakable. Und ID 0 Level 256. ID 1 Level 256. ID 2 Level 256. Bla 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 bis 64. Weil das glaube ich irgendwie das Maximum ist oder so. Das Ganze macht er nochmal mit Chestplate. Das Ganze macht er nochmal mit Beinen. Mit den Stiefeln. Und dann gibt er mir Pickaxe, also hier Spitzhacke, Schaufel und so weiter. Dann gibt er mir einen Effekt 3 für 1 Million Sekunden. Stufe 255. Effekt 5. Effekt 6. Effekt 10, Effekt 12, Effekt 13, bla bla bla, bis 23. Vielleicht kann sich ja einer oder andere schon denken, wenn ich diesen Knopf drücke und, ups, Game Mode 0, Game Mode 30, ja. Zack. 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 Jawohl. Eigentlich müsste ich noch Milch bekommen. Habe ich nicht bekommen? Egal. Ja. Dann gibt's hier noch Speed 5, glaube ich. Oh. Speed 10, genau, Speed 200 und Speed 255. Weil das richtet sich nach dem hier, das ist Jump Boost 10. Geht so einigermaßen. Dann Jump Boost 100, da fliegt man aus der Welt raus und 255 funktioniert gar nicht, da hüpft man nur ganz normal. Resistenz 4 ist das Maximum, was man normal hat. Ab 5 wäre man unbesiegbar. Und dann gibt es noch 255. Ja, das war seltsames Zogen. Es gibt seltsame Effekte, wenn ich diese Unbesiegbarkeitsmaschine angeschaltet habe. Ich meine jetzt mal ausgerechnet zu haben, dass ich irgendwie eine Million Blöcke fallen kann und es immer noch überlebe mit dieser Maschine. Und natürlich auch sowas hier. Endstein, ziemlich hart. Sandstein. Alles hämmer ich weg. Ich hämmer wirklich alles weg, denn zum Vergleich. Ach, wer braucht das hier? Some Ender Dragon.
Ich mache nichts. Er fliegt auf mich zu und BAM! Bin im Boden? Nein, doch nicht. Der Drache hat mich nur berührt und ist gestorben. Das liegt an irgendwo hier. Da, von was man vom Bildschirm aus sehen kann, die fünfte Verzauberung. Thorns, Level 256. Also der kriegt enorm viel Schaden dadurch, dass er mich nur berührt. Und XP, ja, ich bin Level 4500 oder so. Liegt nicht daran, dass ich den Enderdrachen schon so oft gekillt habe, obwohl er schon ziemlich oft vorgekommen ist. Einfach nur, weil ich ihn nur beschwören musste, der ist fast schon wieder tot. Und ich könnte auch glatt mal Summon Wizard Boss. Das funktioniert nicht. Summon Wizard Boss. Wo ist er? Da bist du. Wow! Ich hab nichts gemacht! Er ist gestorben! Oder die Polizei! Wo ist der Netherstar? Da! Achso, ja, allein dadurch, dass sie auf mich schießen, kriegen die übrigens auch schon Schaden. Ich hab keine Ahnung, was gerade passiert. Ja, da habt ihr es gehört. Der macht puch, und dann also im Sinne von der schießt und dann geht es ihm gleich wieder dreckig. Jetzt ich begebe mich in Game Mode 1 und mache Skeleton. Und dann hier wieder hin und Game Mode 0 und gleich passiert was. Die schießen auf mich und zerfallen sofort in lauter Knochen. Achso, ich muss das Looting. Ich muss, glaube ich, was mit Looting drauf in der Hand halten dabei. Da, die Knochen. Es droppt immer ein Bogen und ein paar Pfeile, ein Fall. Und dazu halt diese vielen Knochen. Hallo, beachtet mich. Und zack. Zack. Da seht ihr es. Das ist nämlich das Looting auf meiner Rüstung ist, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein Looting-Zeug in der Hand habe. Schießen sich jetzt gegenseitig ab, das ist wunderbar schlau. Ah, nein! Tatsächlich liegt es daran, dass ich Looting-Zeug in der Hand hatte. Wenn also etwas... Hallo? Aber es stimmt einfach sofort mit mich abschießen, das ist so cool. Hallo, warte mich. Das ist so cool, dass ich nicht ich den Schaden kriege, sondern das Skelett, das ist so. Ja, hier habe ich mich rübergebaut mit den Schneebällen. Ja. Und dann, wenn hier schon so ein Land, ein Portal rumsteht. Moment, ich mach mal meine ganzen Effekte weg. Und das wieder auf normal. Nein. Oh Mann. Game Mode. Oh. Eins. So. Ich nehme jetzt schon eine halbe Stunde auf. Ich finde, deswegen, hatte ich glaube ich schon gesagt, die Obsidian-Textur mit dem Portal-Textur. Egal, ich hüpfe einfach mal rein. Im Nether habe ich nicht so sonderlich viel gemacht, obwohl doch habe ich. Hier müsste theoretisch, ja, hier erscheint ein Portalblock, wenn ich nah dran bin, dann verschwindet, wenn ich wieder weg bin. Allerdings funktioniert das gerade nicht, weil die Chance nicht vernünftig laden. Wunderbar. So toll. Ich liebe dieses Aufnahmeprogramm. Hier, was habe ich hier angestellt? Ich habe einen Dirt hochgebaut, schön. Hier habe ich Sandsteine gemacht und ein Crafting Table. Oh. Das sieht man gut von bei der Entfernung aus. Ich warte, das wäre ich noch nicht im Nether mit Verpackt. Fällt mir gerade auf. Das sieht man wirklich sehr gut. Ja, hier ist Beacon. Hatte ich glaube ich schon eine Version aufgebaut, als es noch nicht im Nether ging.
ist da also auch Bedrock weg. Schwupp. So, ist hier irgendwas? Nicht wirklich, ne? Ich müsste mal zu 0 Koordinaten. Negativ X. Positiv Z, negativ Z. Da ist ein bisschen was. Ja, da habe ich diese Bäume reinwachsen lassen. Das habe ich tatsächlich Survivor gemacht, aber mir vorher die Materialien aus Creative geholt. Oh. Hier habe ich. Alles ausgehöhlt, hier irgendwas aus Obsidian gebaut. Da habe ich irgendwie Lava platziert und ein Schild darüber, darunter. Es geht auch bis unten. Ganz. Durch. So. Hier hatte ich mal Lava überall außen rum, wo jetzt Glas ist. Und ja, hier ist ein Weg, da habe ich mal so weiter gebaut. Ja. So, und da war so ein Garten mit Portalen. Ich dachte, das sieht vielleicht cool aus, aber man kann ja die obere Textur nicht machen. So, hier, das war mal mit Portalen gefüllt. Das ist ziemlich fies. Wenn man irgendwie nicht rein will oder was. Keine Ahnung. War halt auch was ich ausprobiert habe. So, und zum Schluss noch das End, bevor ich mir hier ganz in das Zeug verstricke. Ach, ist doch egal. Ich mache einfach mal irgendwo ein Endportal. So, zack. Ja, dann sitzt jetzt ein Endportal-Block rum. Ja, und ich will keine Fackel. Danke sehr. So, ach so, ja. Das End. Ich habe alles durch Eis. Er kann komplett durch. Meine Idee dahinter war, die Oberwelt ist von der Temperatur her normal halt. Unterwelt ist halt, also Nether ist halt die Hölle. Und da ist es sehr heiß, mit Lava und Feuer und lauter Feuerwesen. Und dann fehlt noch das End, das ist ja immerhin eine schwebende Insel im All. Da müsste es doch eigentlich kalt sein. So ein Asteroid oder was. Das bringt hier nichts. So. Eine schöne Insel im All muss ja kalt sein, deswegen ist überall Eis. Das habe ich hier eben gemacht. Ich habe ziemlich viel Mühe gegeben, alles durch Eis zu ersetzen. Und die Chance laden mal wieder nicht. So, jetzt läuft's vielleicht. Naja, während der Aufnahme ist das immer so. Ja. Dann wüsste ich nicht, was ich sonst noch sagen kann. Ich habe hier einige Male den Drachen besiegt. Einmal, also ein, zwei Mal auch mit Betten, also mit Schlaf, das ist voll cool. Man kann den Drachen mit Schlafstücken killen. Offenbar ist er ein Frühlauf, ja, egal. Ja, ich würde sagen, ich wäre dann soweit durch. Darf ich bitte? Danke sehr. Hier sind auch theoretisch Kommandoblocks, die ständig Wasser durch Eis ersetzen. Ja. Komisches Zeug geht hier vor in dieser Welt. Ja, ich wollte das Video halbwegs kurz halten, ist jetzt trotzdem eine Stunde lang. Überall sind Beacons und sonst was. Oh, ich kann noch was zeigen in der Gegend von 0 Koordinaten, von diesen Koordinaten hier, meine ich. Achso, nein, hier. 2000, das gab es noch. Bei 1500 war nur so ein Zeug, wo ich so ein großer Glaskasten, wo ich mal 1000 Villager reingesteckt habe, wirklich exakt 1000. Das hier war das Ding mit dem automatischen Brennofen, was ich gezeigt habe, das Tutorial. Ich wollte eigentlich noch mehr Tutorials machen. Ich fange so viele Projekte an, dass ich an manche nicht denke. Das hier war Minecraft-Idee Nummer 1. Ich nehme mir Obsidian, schmeiß das da rein, lande da drin und kann es. Natürlich kann es nicht aufsammeln, weil ich nämlich erstmal diese Glocke wieder starten muss.
Achso, nein, das funktioniert ja nicht. So, bisschen cheaten von unten. So. Und jetzt. 55 hatte ich am Anfang. 47 jetzt. 55 wieder. Das ist ja eben alle Clocks an in dieser Welt. Auch die von diesen Projekten hier. So, alles wieder zumachen, hat keiner gesehen. Amboss steht da noch rum. So, das war mein anderes Projekt hier. Aus irgendeinem Grunde funktioniert das nicht mehr. Mir ist auch relativ egal. Und welches Ressourcenpack habe ich gerade drin? Das normale von mir, nicht das mit der relativen Textur. Okay, dann kann ich es ja zeigen. Das wird das nächste Projekt. Ja. Es sieht ziemlich sinnlos aus, aber es wird das dritte Minecraft-Ideen-Video. Hier habe ich meine ganzen Texturen ausprobiert. A, B, C, D, nee, jetzt D wie Diamant, Dor. Ja, wir auch teilweise so Sachen, das war eigentlich nur um die Sonnenblume von hier anzugucken, die Sonnenblume ist schon wieder weg, weil die ja mal was cool gegangen ist. Dragon Egg, Dispenser, E wie Endstone, F Flower, D immer noch, Ofen, Furnace, genau. Dann gab es hier verschiedene Glasvarianten. Da sind überall Beacons drunter, weil ich was ziemlich cooles hier gebaut habe, was nicht mit dem Texture-Pack zusammenhängt. Hier bei G wie Gravel war ich jetzt zuletzt. H fehlt dann noch als nächstes. Das wird das nächste Video. Das direkt nächste. Und zum Schluss würde ich sagen, verabschiede ich mich mit diesem tollen Anblick.